so einer langen Leidenszeit, dann jetzt wieder so langsam an die Mannschaft ranzukommen, auf dem Trainingsplatz auch. Und das macht schon Spaß. Ne? Und wie gesagt, also ich kann an fast nichts mehr anderes denken, wie endlich wieder 100% fit zu sein und wieder richtig Fußball zu spielen. Dass Kenneth die Handschuhe wieder anhat, dass er auf dem Trainingsplatz mit dem Torwarttrainer, mit dem Reha-Trainer torwartspezifische Dinge macht, wo wir natürlich auch ganz genau hinschauen müssen und Kenneth in seinen Körper reinhorchen muss, wie weit er schon ist. Und für uns wäre es optimal, wenn er am ersten Tag zur Vorbereitung auf die neue Saison wieder ganz normal und so, wie es in der letzten Saison war, auf dem Trainingsplatz steht und sich auf die neue Saison vorbereiten kann. Er ist jetzt wieder voll belastbar, auf jeden Fall im Torwarttraining. Die ersten Wochen habe ich auch immer Söre gefragt, was darf ich denn machen? Und er hat gesagt, du kannst alles machen, was du willst. Dein ganzes Repertoire kannst du ausschöpfen und da bin ich gerade dabei. Es fehlt ihm halt nur noch wirklich an Spritzigkeit und Kraft, aber sonst geht alles. Das ist einfach geil, ne? Wenn man dann unten im Spieler drinnen steht und kann sich da mit der Mannschaft so hautnah dann freuen. Und ja, muss eigentlich mit dem 0-0 vom Platz, ne, und in der letzten Sekunde schafft man dann doch noch den Dreier. Das ist natürlich Weltklasse. Ne? Besser wäre es natürlich noch, wenn ich da mit auf dem Platz stehen würde, dann mit Fußballsachen. Aber darauf arbeitet man dann hin, ne, dass man solche Momente dann auch wieder mit der Mannschaft erleben darf.